auch Ratschlagen machen, aber verfängt man sich ja in den Fischernetzen. Was ich hier schon alles machen wollte und wo drin ich mich schon verfangen habe. Man ist und doch kein Rad geht auch nicht, ne? Da musst du wieder putzen und den Fleck wegwischen, der dann am Boden ist. Naja. Hast du noch Flecken, wenn du einen Spagat machst? Ja, na klar. Toll. Und wie? Oh, Wahnsinn. Du nicht mehr? Doch, aber ich mache so seit dem Spagat. Dann gleich bei uns gleiten die Männer noch aus, wenn wir gesessen haben, ne? Das ist doch schon mal ein schönes Wort zum Anfang. Ja. Was würdest du trinken, Desiree? Ja, Wasser. Was? Ja. Prosecco-Leinchen auf Eis oder sowas dazu? Haben vielleicht? Sie Aperol? Aperol, dann trinke ich mal ein Aperol. Ich dachte ja, ich mache hier mal auf bescheiden, aber ich halte es ja nur eine Sekunde durch. Ja, aber Entschuldigung, Wasser, das waren meine geht guten gar nicht. Vorsätze. Desiree, möchtest du da durchrutschen? Ja. Hier ist die Bügelstärke. So. Gar nicht mehr. Tschüss. Daniel, das macht so einen Spaß. Wäre ich jünger, ich wäre ein Spreer geworden, glaube ich. Ich glaube aber, ich hätte immer mein Zeichen überall so drauf gedingst. Guck mal, jetzt habe ich so schöne Schuhe an, ne? Alles für die Katz. Hinter hier warum? So einem Tresen, da hättest du ja barfuß kommen zeigen? Können. Ja, finde ich auch. Also ich meine, yeah. Ich... Wir können ja auch so sitzen. Da ist doch Perlen vor die Säue, ne? Die schönen Schuhe unterm Tresen hat doch keiner was von. Mein Problem ist, dass genau da, wo die Bank ist, sitzt bei mir mein Apparat fürs Mikro, weißt du, da. Ach so. Das heißt, ich müsste vielleicht, irgendwas kann ich mir auch überlegen, so ist doof. Na, da. Ich könnte vielleicht, wenn du so sitzt, mich so zu dir setzen. Ist ja wie auf einem Gebärstuhl, was du hier vormachst. Ne? Dabei kenne ich ja, das gar nicht. Wie so im Mutterschaftsdienst, ne? So ein Mutterschaftsvorbereitungskurs. Da war ich ja nie. Warst du eigentlich diejenige, die gesagt hat, ein Kind kriegen ist wie eine Ananas kacken? Nee. Der war... Desiree, unser ja. Getränk kommt bestimmt gleich. Ich hab so einen Durst. Da. Was ist ein Aperol eigentlich? Muss ich mal ganz dumm Weiß fragen jetzt. Weiß ich nicht. Es sieht, hat eine schöne Farbe, es klingt schick und es ist Alkohol drin. Der Rest ist riechen? Doch vollkommen egal. Da riecht auch noch nichts, ja stimmt. Darf ich Prost sagen oder sagst Komm, du was anderes? Prösterchen, ne? Prösterchen. Was ich ja lustig finde, ist, dass du total konservativ aufgewachsen bist. Das heißt, deine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen. Und, ne, oder? Das warst richtig, du, da warst ja. du zwei oder drei oder noch drei, kleiner? Ja. Drei, ja. Und dann bist du in einem Weiberhaushalt mit deiner Mutter, deiner Tante, Oma und so weiter und du in einem Weiberhaushalt quasi Ungefähr aufgewachsen. Ungefähr sechs Frauen. Ja, Gott sei Dank, dass ich kein Junge gewesen bin. Ne? Ich wäre heute bestimmt wie Loriel London inzwischen. Ne? Meinst du? Ja. Also ich hätte, da hätte es kein Entrinnen gegeben. Obwohl ich muss sagen, wenn man heute über einen roten Teppich geht und sich anguckt, ja, wie die Weiber zurechtgemacht sind, die Promis auf dem roten Teppich, da ist ja gar kein Unterschied zwischen Transen und denen. Ne? Die sehen ja alle gleich aus. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wer stärker geschminkt ist, ne? Frauke Ludowig oder Loriel London, da ist kein großer Unterschied. Ne? Nein, echt. Sind ja heute alles Halbtransen. Also irgendwo, alles wird hochgeschnallt, alles, würde mal sagen, wenn sie nach Hause kommen, nach ihren Partys und zu Bett gehen, da müssen sie vorher aber alles raus und runter nehmen. Aber schnallst du nicht auch hoch? Nein, das ist so geschnitten, das Kleid. Ach so. Siehst du doch. Hast du Lust, mit mir noch mal ein ganz bisschen zurück in Kindheit, Mama und so weiter zu gehen? Ja, ich beantworte jetzt Sehr konservativ, Frage. Du bist mit Häkeln, Stricken und Sticken aufgewachsen. Würdest du mir mal das Körbchen rübergeben? Ja. Und das finde ich ja auch so wahnsinnig. Man denkt, du kannst nur über Männer und Penisse reden und sowas. Und deine Nein, aber wenn man überlegt, wie deine Programme heißen, was du erzählst, dieses Programm, was mich damals, das fand ich so wahnsinnig, Hängetitten Deluxe, wo diese Plakate doch immer überall aushingen. Das ist doch total mutig gewesen. Ja, und dennoch ist mein Leben voll von phallusfreien Philosophien, wenn es sein muss. Ne? Ist es so. Das heißt, es war ja. doch dann irgendwann so, dass du nicht genau wusstest, was du machen sollst. Ja. Dann zu Hause sehr erzkonservativ aufgewachsen, viel in die Kirche gegangen und geschickt worden. Ja, ich bin ja Religionslehrerin auch. Ja, ne? Das hat sich irgendwann ergeben, nachdem du dann, glaube ich, aus ja, London wieder da warst. Mein Stiefvater war Philosophieprofessor, ne? Und da war eigentlich die Geisteswissenschaft war in unserem Haushalt eigentlich ein tagtägliches Thema. Ne? Ja.
Und da war das ganz natürlich, dass man sich diesen Dingen widmet. Und meine Mutter war ja Schauspielerin. Ja. Und da war auch das Theater und die Kultur eigentlich auch ein ganz alltägliches Thema. Das habe ich erst hinterher gemerkt, dass Leute sowas dann Bildungsbürgertum nennen oder die kommt aus einem gebildeten Hause. Also für mich war das alles Normalität. Was anderes gab es gar nicht. Ja? Das ist wie wenn man zu so einer Artistenfamilie sagt, die immer irgendwie als Schlangenmenschen leben. Mensch, du bist ja gelenkig. Du bist wie ein Hörbuch. So. Man könnte jetzt einfach so stricken und einfach zu. Das ist toll. Aber deine Mutter, du sagst, sie war Schauspielerin, die hat doch für dich ihren Schauspielerjob aufgegeben ja. und wurde dann, irgendwas, was wurde die denn da noch? Die war dann bei der Deutschen Post, die war Beamtin. Das ist dann die, zur Post gegangen. Ja, aber die musste war sie nicht ernähren. Geknickt fürs Leben, dass sie dann eine Postliesel wurde, nachdem sie ja. eine Schauspielerin wurde? Und du lässt jetzt hier lange raushängen und sie ging für dich zur Post. Sie fand das, ja, das war so die Version, die man dann, in, wenn das Mädel das Zimmer mal nicht aufgeräumt hat oder frech wurde, erzählt. Ja. Ne? Aber eigentlich war es auch nicht ganz so. Denn ich will mal sagen, weil wir hier unter uns ja. sind. Ne? So gute Schauspielerin war sie auch nicht. Ich würde mal sagen, ein Mensch, der ohne seinen Job nicht leben kann, ja. der macht das nicht. Für ja. den ist das keine Option. Aber weißt du, wenn du die See liebst, ne? wenn du die See liebst und du wirst da immer nass, ne? und das ist immer scheiß kalt und da ist immer Schietwetter und dann kommen auch keine Fische mehr und du kriegst ja nur ein paar Kröten für die Fische und alles geht zurück. Wenn du sie liebst, gibst du den Job nicht auf. Okay, weißt du, was aber, ich meine? Ja, wenn man aber etwas liebt, wenn ich war ja dein Job! Noch zu Ende führen. Okay, mach den Gedanken ja, zu Ende. Ich möchte sagen, wenn man etwas liebt, dann sagt man sich über die Malesen oder die Narben oder die Wunden oder die Schmerzen, die man davon trägt, einfach, das gehört dazu. Ist so wie in der Musik. Okay. Wenn du vollkommen unmusikalisch bist, wirst du niemals die Schönheit Stopp! Einer Bachsonate begreifen. Verstehst du, weißt was ich sagen du, was wir jetzt immer machen? Solange, bis du alles gesagt hast, dann darf ich ganz kurz so machen, dann darf ich die nächste Frage stellen. Ja, aber ist hier eine Talkshow ja, oder ist es eine Schweigeshow? Aber die geht natürlich auch nur eine Stunde. Also, dass ich nur eine geht Wunde. Natürlich auch nur eine ja, Stunde. Also, ich muss dir mal sagen, dass sich eine wundert in einer Talkshow, dass der Gast spricht. Ne? Das ist ja auch eine ganz neue Dimension. Du, ich will eigentlich mit dir ein bisschen auf deine Bücher kommen, die mich ja. extrem amüsiert haben. Du hast, glaube ich, 3, 4 mittlerweile schon geschrieben. Und eins bin ich sehr hängen geblieben und habe das in der Wanne durchgelesen, weil das so super war. Das mit dem, was unsere Mütter uns nicht erzählt haben, heißt es so, so was ähnlich. Unsere Mütter uns verschwiegen haben. Ja, war ein Bestseller. Mein erster war, gibt's ein Leben nach 40? Gibt's eins? Wenn's keins gäbe, wäre das Buch ein schmales Heft. Und wir wären beide nicht mehr da. Ja, und rat mal, was ich jetzt, gibt's was nächstes ein Leben Jahr über 50? Ja! Schreib jetzt alle 10 Jahre ein Buch. Und den Titel, der könnt ihr ja mal kombinieren. Wer ist hier der Schlauste, ne? Wenn man das dritte Buch schreibt, hat man denn im ersten und zweiten nicht schon fast alles irgendwie auch geschrieben und so? Das ist ja die Kunst, dass man auch aus sich selber immer mehr rauspresst, ne? Wie bei so einer ollen Zitrone. In meinem Lieblingsbuch hast du jedenfalls geschrieben, war ein Thema, was Frauen von Männern lernen können. Das fand ich ganz schön. Unter anderem, dass Männer sich nie entschuldigen, wie Frauen immer. Also mein Ziel, aber entschuldige mal, 1000-mal besser aus. Da sieht man ja gar nichts. Weil du häkelst ja Nein, ich strick. Entschuldigung, natürlich, so. Guck. Und du doch auch. Aber wie sieht ja. deins aus? Naja, weil die das Wolle ist so dünn Wer für die Nadel. Wer ist die Familie und ist mit Stricken na, aufgewachsen? Ich hier, Bauernhof, Kühe melken, kann aber trotzdem noch warme Schals. Ich hab die dicken Nadel. Ja, du hast ja auch recht. Das sieht man erst Jedenfalls hast du gesagt, Männer würden sich immer nicht entschuldigen. Frauen würden sich sogar noch beim Türpfosten, gegen den sie laufen, entschuldigen. Männer würden sich nie bei irgendwas fragen, nur wer hat den Türpfosten hingebaut. Naja, der Unterschied liegt ja natürlich in der Natur der Sache. Guck mal, der liebe Gott hat doch zuerst den Mann erschaffen, nicht wahr? Ja. Und dann hat er seine Fehler korrigiert und er erschuf die Frau. Hey, wie findest du
nicht unsere Jungs aus dem Shantikon. Süß, ganz zauberhaft. Müsste man mit auf Tournee nehmen. Ne? Ja. Und ganz so, entzückend. Wäre das denn auch so deine Altersgruppe, die für attraktiv. Dich in Frage käme, oder suchst du eher jünger? Ich stehe ja so auf Männer aus der eigenen Generation. Ne? Aber wieso? Ja, aber wie bitte? Wie, du bist Mitte 50, ne? Nein, ich bin jünger. Da zählt jedes Jahr. Da zählt jedes aber Jahr. Du hast doch irgendwie... Wenn man 52 ist, dann ist man nicht Mitte 50. Aber du ich bin Anfang 50, ne? Anfang 50. Aber man findet einmal, dass du 56 bist, dann finde ich das irgendwo, hast dass du... Das hast du nirgends gelesen. Da reiche ich sofort Klage ein. Ich habe gelesen 56, 53, 49. Was stimmt denn jetzt? Ja, es kommt drauf an, wie alt die Zeitung ist, in der du nachgekommen hast. Ja, es war immer so rumgegoogelt, weißt du? Ist doch eh alles scheißegal. Nein, aber ich bitte dich, wenn jedes Jahr 15 Monate hätte gesetzt den Fall, dann wäre ich 35, ne? Sag ich mir immer, sag ich mir immer. Ich finde, das sieht so lustig aus, was du da strickst. Ich schmeiß mich weg. Guck mal, ist das wirklich ernst? Ja, ist das? Das wird ein Mantel. Tja, man muss ja mal anfangen, du. Du, was Frauen von Männern lernen können, außerdem sagst du noch, Männer würden ihre Figur nie zum Lebensinhalt machen. Findest du nicht, dass sich das auch ein bisschen geändert hat? Ich finde, die Männer sind total eitel geworden, was dick und dünn sein und so angeht. Ja, durch die Metrosexualität. Das liegt auch am Fußball. Also, weißt du, weil ich glaube, nein, echt, weil solche Typen wie David Beckham... Sag ruhig Tüten. Nein, David Beckham oder der Ronaldo, ne? Die leben natürlich ein Männerbild vor, was sich dann die Leute natürlich auch so... Was die Leute animiert. Man weiß ja manchmal wirklich heute nicht mehr, wenn da Leute übers Spielfeld rennen, ob das jetzt der Sanitäter ist oder der Stylist. Aber ne? Wer will denn einen, ganz ehrlich, wer will denn einen Ronaldo im Bett haben? Ach, der wird ist doch Mädels, niedlich. Ich finde, zum Angucken Finn? Ist er erstmal Figo ganz zum Beispiel. Ballerköche. Ja, aber siehst du, diese Fußballhelden, die ja heute sehr eitel sind, mit ihren Hairstyling, ne? Also man kann ja manchmal wirklich die Spieler nicht von der eigenen Spielerfrau unterscheiden, ja? Strähnchen wie Lassie, geföhnt bis zum geht nicht mehr. Treten bei Regenwetter gar nicht mehr an, aus Angst, dass der Kajal verläuft. Und es ist am Ohrringe, da hätte man früher gesagt, sind Tunden. So, der war schön, ich möchte bitte wieder doch ein Bier haben. Ich krieg das nicht runter, Frau Müller. Ist das nicht auch sehr strong gerade? Der Aperol? Schmeckt eher wie Aperol mit einem Spritzer Dings drin, aber das ist schon ist mir zu stark. Ich lasse es mal als Geschmackskorrigenz da so stehen. Und geht auch wieder sehr aufs hanseatische Bier zurück, bitte. Hui. Macht auch betrunkener als mein Bier, merke ich. Fühlst du dich betrunken? Irgendwie. Ja. Auch ich brauche eigentlich keinen Alkohol, um gut drauf zu kommen. Ich stehe nur auf körpereigene Sekrete. Hey, du hattest noch eine Rubrik, in was ich auch ganz... Dankeschön. Oh. Du hattest noch die Rubrik drin, die 10 größten Lügen zum Thema Liebe. Aha, was ich auch was total. Ich denn da ja, das sage ich dir mal so ein bisschen. Aber ein Punkt zum Beispiel: junge, schöne Frauen haben mehr Chancen. Als? Ja, das ist ja die größte Lüge als? Überhaupt. Ne? Als wer? Naja, wenn man sich als nun mal beispielsweise... Nicht schön? Nein, aber es geht ja nicht nur nach Schönheit. Was Männer suchen, ist ja ganz was anderes. Ne? Hast sie du wollen auch gesagt, eine Frau, die sie versteht. Sie wollen eine Frau, die ein Kumpel ist. Mein Lieblingssatz. Was Männer wirklich in der Liebe suchen, ist ein Kumpel mit Titten. Das fand ich so schön. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das war der schönste Satz. Ich muss ganz ehrlich sagen, das würde ich mir gerne im Bogen über mein Bett spritzen. Entweder ficken für den Frieden oder wahlweise... Das stick ich dir. Das finde ich ganz schön. Mhm. Ist der von dir? Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, es waren viele so Sätze in deinem Buch, deswegen sind deine Bücher sind sehr lustig. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin jetzt im Moment 44. Ach so, ja, dann kommt ja das Buch, gibt sein Leben nach 50 bald für dich in Frage. Ich muss mir jetzt erstmal das 40er ganz durchlesen, weil ich habe mehr an dem als an dem... Da muss man natürlich, muss ich sagen, an diesem Punkt des Lebens wird natürlich Figur auch immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Ich war ja früher eine Elfe, habe zwar immer noch dieselbe Figur und man denkt, na, die sieht noch ganz gut aus, aber
Es macht mehr Anstrengungen. Es kam früher von selber. Leicht, easily. Und heute muss man dafür kämpfen. Und das ist der Unterschied. Ne? Ich finde, der Beispielsweise Unterschied ist wie bei Iris Berben. Ich will auch mal was sagen! Ja. Ja. Das Schlimme ist, dass man merkt mit den Jahren, wie der Grundumsatz zurückgeht. Das heißt, ja, du bleibst so, darfst aber immer weniger essen, immer natürlich weniger. Man muss und es ist im Moment so wenig, dass ich sage, nee, so möchte ich nicht leben. Das ist nicht man besonders toll. Man muss immer toll mehr investieren, um denselben Level zu halten. Immer ist mehr schon rasieren schwierig. Und immer mehr zupfen. Iris Berben, ja, Iris Berben, die gilt ja als schönste reife Frau. Die sagt ja, man soll Wasser, Ananas und Ballaststoffe und Schrot essen. Aber was habe ich davon, wenn ich Wasser, Ananas, Ballaststoffe und Schrot fresse und die letzten 15 Jahre meines Lebens auf dem Klo verbringe, ne? Ist ja auch kein Ding. Und die Judy Lind. Und Judy Winter, die hat ja im Alter von 65 Jahren angefangen, jeden Tag 10 Kilometer zu laufen. Jetzt ist sie 75 und keine Sau weiß, wo sie steckt. Ne? Also es, ich finde auch, wird der dramatisch. Aufwand ist dramatisch. Ich weiß auch immer gar nicht, wie die Frauen es schaffen, so viel Zeit zu investieren. Jeden Tag stundenlang Sport und hierhin und dahin und hier zum Yoga und da. Ich könnte das zeitlich überhaupt nicht schaffen. Ja, ich halte ja gar nichts von Health Food. Ganz im Gegenteil. Ich brauche wie bleibst wirklich du denn fit? Na, ich brauche alle Konservierungsstoffe, die am Markt sind. Ganz einfach. Man kann doch nicht mit 53 so toll noch in seinem Körper sein und so toll noch aussehen. Wieso? So sieht 50 heute aus. Das ist die heutige 50? Ja, da bist du ja schon privilegiert, glaube ich. Ja, wieso? Wodurch denn? Vielleicht, weil du doch ein bisschen, weil du vielleicht nicht vier Kinder hast, sondern nur ein Kind. Und, ach, ja. Weil ich vielleicht nicht verheiratet bin, alles alleine mache. Das, ich, weil ich keine auch Putzfrau habe wahrscheinlich. Ne? Immer schön noch vorne übergebückt, scheuern zwischendurch. Vielleicht, weil du auch das Geld hast, dir teure Kosmetik zu leisten. Habe ich ja nicht. Hast du nicht? Du bist doch reich. Nein. Bist du nicht reich? Gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin bedürftig. So!